Vielen Dank. Also ich verstehe, also ich höre immer wieder Milieu, ein Milieu, in dem man sich zu Hause fühlt, in Abgrenzung zu wahrscheinlich anderen Milieus, in dem man sich nicht zu Hause fühlen würde. Kann man das so sagen? Also sozusagen, gibt es ein spezifisches Milieu? Worin genau besteht dieses Milieu? Lässt sich vorhersagen, welche Personen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit diesem Milieu angehören oder diesem Milieu zusprechen? Pünktchen, Pünktchen, also ich könnte die Fragen fortsetzen, aber Sie wissen, worauf ich hinaus möchte. Bei der Vorhersage würde ich vielleicht nochmal hören, was die anderen beiden hier auf dem Podium dazu zu sagen haben oder zu deren Persönlichkeitsstruktur vielleicht. Aber ich habe das Wort Milieu jetzt auch, da habe ich mir sozusagen die journalistische Freiheit genommen, das relativ im alltagssprachlichen Bereich zu benutzen, jetzt gar nicht als wissenschaftliche Kategorie. Ich meinte eigentlich ein Umfeld. Und wenn wir uns jetzt nochmal den Täter anschauen, der Mörder von Walter Lübcke, dann war das jetzt kein spezifisches Milieu, sondern das waren einfach seine Arbeitskollegen. Das waren Leute, die er im Schützenverein getroffen hat, wo er plötzlich den Eindruck offensichtlich hatte, diese Positionen, die er vielleicht auch als jüngerer Mann vertreten hat, die er kannte aus der Neonazi-Szene, dass da sozusagen genau das auftaucht, was Sie eben als Spuren beschrieben haben, dass man da so eine Art Zustimmung hat, auf einmal unter den, in Anführungszeichen, ganz normalen Leuten. In einem Interview mit dem Vorsitzenden des Schützenvereins, in dem er aktiv war, hat er uns gesagt, ja, der ist uns nicht groß aufgefallen, das war halt so ein ganz normaler Durchschnittsdeutscher. Und ich glaube, das muss man sich klar machen, das war jetzt nicht jemand, der in irgendeiner geheimen Untergrundstruktur aktiv gewesen ist, wo man in irgendeiner Weise klandestin sich über diese Themen unterhält, sondern dass das Milieu oder diesen Ort, wo man Zuspruch empfindet, das war offensichtlich einfach an der Arbeit im Schützenverein bei der AfD. Das ist nicht sozusagen der häufig als Sprachbild benutzte rechte Rand, sondern das war sozusagen einfach die ganz normale Umgebung. Wenn ich da noch mal ergänzen darf, ich denke, es ist wichtig, dass wir diese Phänomene in ihrer Dynamik verstehen. Denn es wird ja keiner als Rechtsextremist geboren, sondern wir haben Sozialisationsprozesse, wir haben immer eine Umgebung, in der etwas stattfindet und wir haben viele Menschen, die das irgendwie so ein bisschen mitkriegen, entweder nicht wissen, was sie tun sollen, aber vielfach auch nicht so dramatisch finden. Bei der NSU haben wir eine ganz ähnliche Entwicklung, das wissen Sie noch besser als ich. Da hatten wir nun offenbar auch Nachbarn, die nichts dabei fanden, wenn Hitlerbild im Partykeller hängt. Also das ist Umfeld. Und was wir dann, denke ich, dabei immer in Betracht ziehen müssen, ist, dass auch die Affinität zu Gewalt ja durchaus in der breiten Bevölkerung, so wie wir sie untersuchen, mit verankert ist. Auch die fällt nicht vom Himmel, sondern wir haben 10% der Befragten, die eine offene Zustimmung zu Gewalt und eigener Gewaltbereitschaft äußern. Also beispielsweise zustimmen zu, wenn andere sich bei uns breit machen, dann muss man ihnen auch mit Gewalt zeigen, wer Herr im Haus ist. Und diese Formulierung ist nochmal interessant, wer Herr im Haus ist. Da geht es nämlich um Macht und wer hat das Sagen. Oder wir haben 7%, die sagen, wenn Politiker zu Recht auch mit Gewalt konfrontiert, das müssen sie sich gefallen lassen, und bis hin zu 10%, die das auch teils finden. Also das heißt, wir haben, wenn wir uns an diesen Eisberg erinnern, einige, die sich dann radikalisieren, die dann vielleicht auch zur Tat schreiten und wenn es gut kommt, von Polizei und Verfassungsschutz entdeckt werden, rechtzeitig oder leider dann auch manchmal nicht rechtzeitig. Wir haben darunter aber eben ganz viel an Strukturen, sowohl an mal festeren, mal fluideren Strukturen im Internet, das kommt dazu, Verbindung. Und wir haben die Breite der Bevölkerung, die das in Teilen eben durchaus auch so findet, vielleicht nur nicht ganz so extrem oder das auch nicht so genau wissen will, wenn es wirklich schräg ist. Und das ist, denke ich, das, was wir miteinander, was wir verstehen müssen bei dem Phänomen, die Wechselwirkung zwischen und dann eben dynamische Wechselwirkung zwischen einem, ach ja, ich sag mal, etwas dahergesagten Ideologiekram, ich nenne das jetzt absichtlich mal so etwas despektierlich, weil man das leicht so nachplappert, ne, da muss mal einer, so ein starker Führer kommen, das sagt sich so leicht, oder Ressentiments gegen die jeweils anderen, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und so weiter, das sagt sich so leicht im Alltag dahin. Und dann haben wir eben Menschen, die sich dadurch
weil wir damit soziale Normen setzen, das wissen wir aus der Sozialpsychologie, aus vielen Jahrzehnten Forschung, wenn Menschen das Gefühl haben, dass entweder andere, die ihnen wichtig sind, Ähnliches meinen wie sie selber, oder wenn sie den Eindruck haben, die soziale Norm hat da nichts gegen oder befürwortet das sogar, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Dinge in die Tat umgesetzt werden, deutlich größer. Und hinzu kommen dann eben auch Gelegenheiten, die man haben muss. Ich denke, ein weiterer wichtiger Punkt ist, Thomas Haldenwang, der Chef des Verfassungsschutzes, hat gestern bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes gesagt, und da habe ich gedacht, na, stimmt das eigentlich, wie die Perspektive ist, hat gesagt, wir haben den Rechtsextremismus und wir haben auch einen Anstieg des Rechtsextremismus. Zum einen hat er formuliert, in der Stärkung von rechtsextremen Netzwerken und Gruppierungen, und er hat gesagt, und zum anderen aber auch sich selbst radikalisierende Einzeltäter. Und ich habe dann gewisses, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ich weiß nicht, ob dieses zum einen und zum anderen der Sache gerecht wird, denn wir wissen auch von den sogenannten Einzeltätern, dass das letztendlich nie Einzeltäter sind, auch wenn sie die Taten vielleicht dann alleine letztendlich vollbracht haben oder geplant haben. Sie haben sich aber immer in irgendwelchen Gruppen und seien es imaginierte Gruppen getummelt, seien es Gruppen im Netz, die tatsächlich im Austausch waren, seien es auch nur imaginierte Gruppen im Sinne von sich selber als Elite zu verstehen, und Sie erinnern sich an das furchtbare Attentat von Halle und das furchtbare Attentat von Christchurch, wo die Attentäter sich stilisiert haben als Elitekämpfer und sich quasi geträumt haben, hier als Elitesoldat etwas in die Tat umzusetzen, von dem sie meinen, das geht nicht schnell genug, wo aber sie den Eindruck hatten, auch aus ihrem eigenen Umfeld, dass das durchaus auch so gefunden und gutiert wird, nur die anderen trauen sich nicht, das umzusetzen. Und das ist, denke ich, etwas, was wichtig ist, um das Phänomen zu verstehen und auch später wichtig wird, wenn wir über Prävention sprechen, dass wir das eben in seiner Wechselwirkung und seiner Dynamik verstehen und nicht den Fehler machen, auf die, ich sag mal, erkennbaren extremistischen Netze und Zirkel zu gucken. So wichtig das ist, der Blick darauf, müssen wir eben auch gucken, wer steht alles daneben und war nicht sensibel genug oder fand es vielleicht auch nicht so schlimm oder hat mehr oder weniger klammheimlich mitgenickt. Ich würde noch einmal, wo jetzt der Begriff Milieu fiel, noch einmal sozusagen von den weniger dramatisch extremen Gewalttaten rüber zur Wahlhandlung kurz schwenken. Und wenn man da den Begriff Milieu aufgreift und dann eher soziologisch an die sogenannten Sinusmilieus, also kennt man vielleicht, ist diese sogenannte Kartoffelgrafik mit diesen 10 Ovalen, die da so angeordnet sind, wo dann auf der einen Achse ist, wer ganz weit rechts steht, ist besonders modern, offen für Neuerungen, wer besonders weit links steht, ist besonders traditionsgebunden, und oben, unten geht es darum, wie viel sozialen Status hat jemand, und da gibt es so eine quasi so eine doppelte Überproportionalität, also tendenziell ist es so, je weiter unten Leute stehen, desto eher wählen die AfD, oder vor allem muss man sagen, desto weniger wählen die anderen Parteien, also die anderen Parteien haben von den Linken abgesehen sehr große Probleme damit, Milieus mit niedrigem Status anzusprechen. Mindestens so wichtig, wenn nicht wichtiger für die AfD ist, aber je stärker traditionalistisch, national, Milieus orientiert sind, desto eher wird das eine AfD-Wahlhandlung begünstigen. Und das heißt auch, wer dann in dieser Grafik so ganz links oben steht, also irgendein sehr traditionsbewusster Oberstudienrat oder mittelständischer Unternehmer, der ist auch im Prinzip genauso ein Risikofaktor wie ein Arbeiter, wenn man das so ausdrücken will. Dabei im Hinblick auf die Wahlhandlung, die man, glaube ich, auch mittlerweile als eine rechtsradikale, rechtsextreme Handlung fassen muss, weil alle, die wahlberechtigt sind in Deutschland, können und sollten wissen, was für eine Partei die AfD ist. Und wenn sie die wählen, dann entscheiden sie sich genau dafür, für eine Partei, die sehr stark rechtsextrem geprägt ist. Und wenn wir an Milieus denken, haben wir natürlich auch Milieus. Sie hatten den Schützenverein angesprochen von dem Attentäter von Walter Lübcke. Wir haben die Strukturen in der Bundeswehr, die Strukturen in der Polizei. Wir haben natürlich auch Settings, die nochmal in besonderer Weise affin sind oder gefährdet sind für den Rechtsextremismus, weil sie auf der einen Seite autoritäre Strukturen haben,
auch Menschen anziehen, die das eher gut finden, die auch eher waffenaffin sind und wo wir einfach die Gelegenheit haben. Wir haben in Deutschland Millionen von Waffen. Wir denken mal, das haben nur die Amerikaner. Auch in deutschen Schränken stehen Millionen von Waffen und wie wir jetzt erfahren mussten, nicht immer wirklich gut gesichert. Und wir haben inzwischen auch Studien, die zeigen, das geht auch einher, nicht bei jedem selbstverständlich, das sind immer Durchschnittswerte, aber schon, das ist eine, da, wir haben da bestimmte Milieus, wo wir einfach von der Grundstimmung etwas mehr Zustimmung haben und dann auch die Gelegenheit da ist, weil eben beispielsweise Waffen verfügbar sind oder leicht beschaffbar sind. Und ich denke, das müssen wir, wenn wir über Milieus sprechen, auch nochmal, das sind jetzt nicht die so klassischen soziologischen Milieus oder die Milieus der Sinus-Studie, das sind aber Umfelder, Settings, wo sich Täter, wenn wir den jetzt auf die Täter schauen, leichter radikalisieren, wo sie aber eben ein Umfeld finden, wo es zum Teil gutiert wird oder weniger genau hingeguckt wird. Und ich möchte noch ein weiteres Setting nennen. Wir haben auch das Setting der Intellektuellen. Wir haben das Setting der intellektuellen Bürger, die es ganz, ich sage das jetzt mal extra so salopp, ganz sexy finden, ein bisschen mit der neuen Rechten zu spielen. Die sind nicht offen gewaltbereit. Aber auch da sehen wir in Reden durchaus schon mal den ein oder anderen Versuch Richtung Gewalt. Wir sehen aber auf jeden Fall eine Faszination für die neue Rechte auf einem scheinbar sehr intellektuellen Niveau. Und das passiert auch in Foren und Podium, so ähnlich wie in diesem, aber so ähnlich wie diesem, wo wir dran schaben an dem, naja, wie weit darf man denn gehen? Wann ist es denn neue Rechts? Wie viel können wir denn noch beim neuen Rechten verkünden? Und da haben wir nun, wir sind hier alle keine Historiker in der Runde, aber wir wissen aus der Literatur und den Recherchen von Historikerinnen und Historikern, da haben wir leider aus der deutschen Geschichte eben immer noch nicht wirklich gelernt, wie sowas eben auch in intellektuellen Zirkeln oder zumindest in Zirkeln, die sich gerne intellektuell geben, durchaus gefrönt wird und wo auch damit gespielt wird, immer so ein bisschen, ich sag mal, so an der Kante zu schaben und wo wir auch aus der Vergangenheit das Beispiel haben, wie es dann letztendlich zusammenwirkt, der scheinbar intellektuelle Flügel, der die theoretischen Unterbau liefert und der Flügel auf der Straße, der dann zuschlägt und Schlimmeres macht. Danke. Wir haben jetzt sehr viel über, ich sag mal, individuelle Einstellungen, Ressentiments, Vergemeinschaftungen, die daraus folgen, gesprochen. Wenn wir sozusagen in der Diskussion vielleicht nochmal zwei Schritte struktureller werden und auf gesellschaftliche, aber auch politische Strukturen gucken. Inwieweit würden Sie sagen, dass unsere heutige Demokratie einlädt zu Extremismuserscheinungen oder ja, einer Verschärfung von extremistischer Organisation und eben auch Gewalttätigkeit? Inwieweit würden Sie sagen, dass andere strukturelle, vielleicht wirtschaftliche strukturelle Gegebenheiten eine Rolle spielen in der Zunahme des Extremismus, über den wir beobachten in den letzten Jahren? Also Wirtschaft, Politik, möglicherweise weitere, ich sag mal, Strukturmerkmale, die uns erklären, wie es zu diesen individuellen Ressentiments kommt. Also kurz vorweg, empirisch ist es so, dass Strukturen, egal welche Strukturmerkmale wir uns anschauen, und individuelles und Einstellung und Handeln immer nur sehr, sehr locker miteinander verbunden sind. Das ist empirisch einfach so. Aber nichtsdestotrotz haben wir eine ganze Reihe von theoretischen Vermutungen über den Rechtsextremismus, aber insbesondere auch über den Populismus und den Rechtspopulismus. Das sind zum Teil, im Groben sind es die ähnlichen Ansätze. Wir können, ich denke, da stimmt ihr mir zu, sind Ansätze, die gehen auf Ressourcenkonflikte, da geht es um Fragen von Wirtschaftsverhältnissen, da geht es um Fragen von sozialer Ungleichheit, von Benachteiligung, auch um Abstiegssorgen. Wir haben Thesen, wir haben auch die neoliberale These, die sagt, naja, es ist letztendlich der Kapitalismus und der Neoliberalismus, die den Rechtsextremismus und den Populismus erzeugen oder zumindest ihm den Boden bereiten. Wir haben den großen Ansatz der eher kulturalistischen Ansätze, die sagen, es hat etwas mit Kultur zu tun, mit Identitäten, mit Bindungen und Selbstverständlichkeiten, auch kulturellen Identitäten. Da haben wir diese wichtige Frage, wer wird eigentlich zum Volk gerechnet und wer wird ausgeschlossen vom Volk? Also wie heterogen oder homogen
definiere und wünsche ich denn ein Volk oder imaginiere ich auch ein Volk? Wir wissen, in Deutschland gerade sind wir nun, weiß Gott, alles andere als homogen in der Mitte von Europa. Nicht erst seit der Völkerwanderung sind nun hier immer Menschen durchgelaufen, da geblieben und haben sich vervielfältigt. Das ist also sozusagen eine Fata Morgana mit der Homogenität, aber wie wünschenswert und wie sehr glaube ich an diese Fata Morgana eines homogenen Volkes und wie erstrebenswert finde ich das? Wer wird davon ausgeschlossen? Wer gehört da nicht zu? Das ist diese These. Und wir haben die dritte These, die sagt, es hat etwas mit der politischen Entwicklung an sich zu tun und es hat auch etwas mit der Demokratie an sich zu tun. Und gerade beim Populismus wird schon immer die These gefahren, naja, wenn die Demokratie oder auch die Strukturen, auch schon bevor wir Demokratie hatten, so verkrustet sind und so intransparent sind und nicht so gut funktionieren und wir vielleicht keine, ich sag mal, an der Demokratie das eine oder andere nicht funktioniert, sowohl an den Prozessen wie an ihren Strukturen, aber auch an, gibt es immer die Forderung nach direkter Demokratie, wo gesagt wird, na, das ist doch nur so eine repräsentative Demokratie, wenn wir mehr direkte Demokratie hätten, mehr Partizipation, direkte Beteiligung, dann hätten wir nicht so viel Populismus auf der Straße. Das ist der dritte große Thesenansatz. Ich selber komme aus der Sozialpsychologie, das sind sozusagen die soziologischen und politikwissenschaftlichen Thesen aus der Sozialpsychologie, würden wir immer sagen, es hat auch etwas mit Werthaltung und Einstellung und Grundwerten zu tun und wir wissen, dass eine Grundhaltung von, wenn ich grundsätzlich Hierarchien zwischen Gruppen befürworte, wenn ich grundsätzlich, wir kennen die Untersuchung zum Autoritarismus, grundsätzlich so ein Buckeln nach oben und Treten nach unten, also eine Grundhaltung habe, dann ist empirisch gesehen die Wahrscheinlichkeit zu Abwertungen diverser Bevölkerungsgruppen bis hin zu Rechtspopulismus und Rechtsextremismus deutlich größer. Also das sind im Grunde genommen diese großen Theorieansätze und jetzt ist die nächste Frage, was ist denn empirisch dran? Und ein Satz, an allem ist ein bisschen etwas dran, aber nichts ist davon allein erklärend und mein Ansatz wäre, wir müssen es stärker zusammendenken. Also ökonomische Strukturen, Identitätsfragen, demokratische Entwicklungen und auch Werthaltung und ein letzter Satz, wo wir nicht so richtig hinschauen, ist, meine These ist, dass wir auch aufgrund der ja positiven Demokratisierung, die ja nicht nur wir in Deutschland, sondern viele andere Länder in den letzten Jahrzehnten durchlebt haben, wir dürfen ja nicht vergessen, woher sind wir gekommen, 1945 und 1949. Die Bundesrepublik Deutschland war ja nicht auf Knopfdruck demokratisch, auch wenn wir uns das manchmal gerne einbilden. Das war ja gegen viele Widerstände sehr mühselig, der Weg der Demokratisierung. Er hat aber gleichzeitig auch einen Anspruch erweckt. Er hat nämlich den Anspruch erweckt, gehört zu werden. Er hat den Anspruch erweckt, als einzelne Person etwas zu sagen zu haben, sodass wir dann jetzt inzwischen so eher ein Kippen haben, nicht mehr der Staat kontrolliert seine Bürger, sondern der Staat wird betrachtet als einen Pizzaservice. Ne? Also als Politik muss liefern und wenn er da nicht das liefert, was ich richtig finde und so, dann denke ich, bin legitimiert, jetzt auch wütend zu sein und meine Wut auch nicht nur auf die Straße zu tragen, sondern im schlimmsten Fall in Gewalt zu zeigen. Ich würde zwei Punkte ergänzen. Das erste, das ist jetzt, glaube ich, sehr viel banaler als alles, was du gesagt hast. Wenn wir uns anschauen, was für Ideologien sind rechtsradikale, rechtsextreme Ideologien, es sind im Kern Ideologien der Ungleichheit von Menschen, wo eine Gruppe von Menschen gesagt wird, die ist weniger wert als eine andere. Schauen wir uns an, in was für eine Welt wir leben. Wir leben in einer Welt, in der extreme Ungleichheit vorherrscht, einerseits. Und andererseits leben wir in einer Welt, in der eine Selbstbeschreibung der Welt vorliegt, die meritokratisch ist, wo es heißt, wer sie anstrengt, wer gut ist, wer Gutes leistet, der kriegt auch am Ende viel. Und ich glaube, diese Gleichzeitigkeit von der meritokratischen Selbstbeschreibung, irgendwie am Ende kriegt man viel, wenn man sich gut anstrengt, und gleichzeitig extremer Ungleichheit, dann meine ich jetzt gar nicht primär die innerhalb von Deutschland, sondern die internationale Ungleichheit, wo es faktisch ja daran hängt, welchen Pass kriege ich, ob ich jetzt an der europäischen Außengrenze sterbe oder nicht sterbe, sondern hier dann die entsprechenden, seien es nur die Sozialleistungen bekomme, die woanders in der Welt sehr viel Geld wären. Und diese Zufälle müssen irgendwie in dieser meritokratischen Denke verarbeitet werden. Und was ist da plausibler, als zu sagen, na, die draußen sind, die haben es eh nicht verdient. Und das sind eh Menschen, die weniger wert sind als wir. Von daher ist es für mich erstmal so wenig überraschend, dass in einer Welt von extremer Ungleichheit
Ideologien der Ungleichheit vorherrschen. Das ist empirisch sicherlich schwer zu operationalisieren. Also du nimmst an, dass weil an der europäischen Außengrenze es so willkürlich ist, wer hat das Glück reinzukommen und wer stirbt, dass deswegen Menschen auf den Rechtsextremismus zurückgreifen, um eine Legitimation, um eine Erklärung dafür zu haben? Ja. Also es ist doch, aber wenn man sich sozusagen die, also ich versuche das jetzt, ich glaube, es ist sehr schwer, das quantitativ zu operationalisieren, aber ich glaube, auf der Ebene von den Diskursen, die darum geführt werden, kann man das einigermaßen plausibilisieren. Wenn man sich anguckt, die Diskurse rund um die AfD, um die Migration 2015, ist doch, wer kommt zu uns? Es kommen böse Menschen zu uns, die uns Sozialleistungen wegnehmen durch Einwanderung im Sozialsystem, ist ein Narrativ, die kriminell sind, die unsere Frauen belästigen, das heißt, diese anderen, um die es da geht, die draußen zu halten sind, die werden schlecht gemacht als eine Gefahr für uns und damit wird ja die Ungleichheit, dass die draußen sind, gerechtfertigt. Von daher finde ich das erstmal so auf so einer Ebene des Diskurses, finde ich das erst einmal plausibel, behaupte ich mal. Du nicht, gut. Teil 1 gehe ich mit, Teil 2 dann nicht mit. Okay, den zweiten Punkt, den ich machen wollte, ist die Frage, muss ich auch mal gucken, was will man eigentlich erklären? Und ich habe das Gefühl, wir müssen in Deutschland nicht unbedingt erklären, dass die Gesellschaft immer rechtsradikaler wird. Das müssen wir wirklich nicht erklären, das zeigen eure Studien auch sehr deutlich, dass es in den letzten 20 Jahren überhaupt nicht so ist, dass die Zustimmungswerte immer mehr ansteigen, sie eher zurückgehen. Und auf der politischen Ebene, ich komme tatsächlich aus einer dieser Kommunen, wo die NPD in den 90er Jahren mal über 20% hatte, in Westdeutschland, in Hessen, was für meinen Blick auf die Welt aber viel prägender ist. Ich komme aus einem Landkreis, wo ein CDU-Vorsitzender, der mittlerweile im Deutschen Bundestag oder der bis vor kurzem im Deutschen Bundestag saß, Hans-Jürgen Irmer, ist der in Wetzlar, den sogenannten Wetzlar-Kurier rausgibt, ein rechtsradikales Kampfblatt, muss man so sagen. Das auch immer wieder hat er, als er im Hessischen Landtag war, für aktuelle Stunden gesorgt, weil die anderen, also insbesondere SPD und Grüne, dann immer wieder aktuelle Stunden einberufen haben, weil im Wetzlar-Kurier wieder entweder sei es gegen Ausländer, gegen Homosexuelle oder sonst wen gehetzt wurde oder weil da eine Anzeige von irgendwelchen rechtsextremen Verbänden drin war. Und das ist über sehr lange Zeitraum ein wichtiger Teil der hessischen CDU gewesen, um die sogenannte Stahlhelm-Fraktion, um Alfred Dregger. Und das war einfach Teil der CDU-Position in den 80er und 90er Jahren in Hessen und darüber hinaus. Alfred Dregger, Sprecher der Fraktion der CDU. Und so ist die CDU heute einfach by and large nicht mehr. Und die Position, die die damals vertreten haben, vertreten heute die AfD und andere. Und von daher ist es nicht nur sozusagen, ist es nicht so, dass die deutsche Gesellschaft immer rechtsradikaler wird, sondern dass das, was es an Rechtsradikalismus gibt, was eher zurückgeht, jetzt eine eigenständige politische Artikulation findet in der AfD. Und es gibt jetzt sozusagen eine rechtsradikale Partei, die rechtsradikal eingestellte Menschen wählen. Vielleicht nur eine Ergänzung. Empirisch wissen wir aus der Forschung, dass das ja nicht nur in dem Beispiel so ist, sondern dass wir Kontinuitäten haben, dass also in Wahlkreisen, wo schon die NSDAP sehr erfolgreich war, wir jetzt, das ist eine ernstzunehmende Korrelation, auch die AfD relativ erfolgreich ist. Und das ist ja doch mal das Interessante an diesem Hessen-Fall und auch an dem Fall von dem Täter. In welchem Milieu er eigentlich, Hessen fällt immer wieder auf, ist aber nicht das einzige Bundesland, was auffällt. Es gibt jetzt nächste Woche eine Veranstaltung, übernächste immer wieder Hessen. Das wäre nochmal ein interessanter Blick. Aber das würde mich nochmal interessieren mit Nordhessen, weil das ja auch so ein Milieu ist, was ja keineswegs neu ist und so überraschend ist, dass da der Täter sich lange Zeit, ich sag mal, bewegen konnte.